Okay. Komm, wir sind fast da. Da ist es. Mein Zuhause. Ich hoffe, Mom geht es gut. Oh, Carmina! Oh, Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mom. Kinder, geht wieder rein. Ich komme gleich. Was ist los? Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber die Highwaymen, die Zwillinge, sie haben Rush. Alle anderen sind tot. Oh mein Gott. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mom. Oh, Schätzchen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein. Kommt erst mal beide rein. Ich höre mir alles in Ruhe an. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung. Cap. Hast du kurz Zeit? Ich hoffe, dass Nick, Carmina und ich eines Tages wieder als Familie den Himmel unsicher machen. Genug Gedankenfutter für ein Festmahl. Was auch passiert, ich bin froh, dass Carmina zurück ist. Hallo, Ma'am. Hey, du. Das ist es. Zu Hause. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite, Cap. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Captain der Wachmannschaft klingt mir zu förmlich. Hör mal, du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Wenn du dir was Sauberes anziehen willst, bevor wir loslegen, da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Mom reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. Ich rackere mir hier den Arsch ab, aber wohl nicht umsonst.
Ich frag mich, wie die Leute es durch den Tag schaffen, ohne was Schreckliches zu tun. Ich bin echt froh, dass Kamina zurück ist, keine Frage. Aber diese ganze Sache mit dem Zug hätte auch deutlich besser laufen können. Es muss noch andere Orte auf der Welt geben. Mein Name ist Kim. Man könnte sagen, dass ich die Leitung habe. Ich weiß, du hast schon eine Menge durchgemacht, Captain. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und im Moment bist das nur du. Wir dachten, deine Leute... Wir haben nicht die Hilfe, auf die wir gehofft hatten. Also müssen wir alle mit anpacken und es selber machen. Ich zeig dir mal, wie alles hier funktioniert. Das ist Prosperity. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Das ist Hope County. Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Auf der Karte siehst du die Highwaymen-Außenposten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Und hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil verschaffen werden. Bring sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut, dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Wenn du uns hilfst, tun wir alles in unserer Macht Stehende, um dir auch zu helfen. Du hast Glück, nach dem Unfall noch am Leben zu sein. Hallo. Wenn Carmina eine Zukunft haben soll, müssen wir Prosperity aufbauen. Du hast dazu eine Menge zu sagen. Na, Hardy. Wie geht's? Was auch passiert, ich bin froh, dass Carmina zurück ist. Ich hab dich mit Carmina ankommen sehen. Gut, dass du auf uns... Ich habe gehört, Wade Fowler wollte ein neues Tierheim in der alten Kirche da hinten aufmachen.
Man munkelt, ihm wäre etwas zugestoßen, aber vielleicht gibt es da noch Vorräte. Ich gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung. Jetzt haben sich die Zwillinge auf dem Schirm. Sorry. Frühstückswohl Glücksklee, dass wir kaum über Stasi aufgetaucht sind. Bevor ich sterbe, alle von diesen Taunen gesehen. Cool, ich folge dir. Okay, bin auf Position. Desto größer werden unsere Chancen, das alles zu überleben. Puh, Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibeania, der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibeania, alles, was du wissen musst. Das Problem ist, Wikibeania ist in Gefahr. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten, Infos, einfach alles.